Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge Bomberman 64 The Second Attack, bei der wir jetzt mittlerweile so weit gekommen sind, dass wir Mihael, die Göttin, sozusagen vertrieben haben. Ja, im letzten Video durften wir ja gegen sie kämpfen, weil sie unbedingt die Steine haben wollte und wir wollten sie nicht rausrücken, weil sie das Universum neu erschaffen will. Das finde ich auch nicht gerade korrekt. Diese Göttin ist ein bisschen merkwürdig, wenn ihr mich fragt. Aber gut, jetzt werden wir dieses Geheimnis hier lüften. Im Prinzip ist es ganz einfach. Ihr seht ja die Lava auf dem Boden. Und mit der Lava hat es was auf sich. Ihr seht ja auf jeden Fall, wir können hier rübergehen. Ja, mit einem Herz wird das sowieso allgemein etwas schwierig. Aber was wir auf jeden Fall hier machen müssen, ist Folgendes. Nein, wir müssen Poppy wegschmeißen. Nein, wir müssen auch einfach nur Bomben in die Lava schmeißen. Nämlich dadurch steigt dann die Lava jeweils. Je nachdem, wie viele Bomben sozusagen reinfallen. Okay, und wenn ich jetzt eine weitere Bombe reinschmeiße, bin ich tot. Deswegen Eisbombe. Okay, ich glaube, da können wir nicht mehr leben drüber. Ich glaube, ich muss mich sowieso umbringen. Das bringt so wahrscheinlich echt nicht allzu viel. Wir müssen wahrscheinlich wirklich nochmal alles hier machen. Aber erstmal die Bombe treten. Ich will mal gucken, wie weit ich überhaupt komme. Ob ich es schaffe, hier rüber zu kommen. Wir müssen es probieren. Okay, das könnte vielleicht doch etwas schwierig werden. Wir müssen es auf jeden Fall auf diese Art und Weise irgendwie hinkriegen. Nein, steht auf jeden Fall fest. Ich brauche definitiv mehr Herzen. So, diese Bombe lasse ich einfach mal fallen. Und dann schießen wir die nächsten Bomben. Okay, das ist doch keine gute Idee. Ich bin jetzt am Überlegen, wie ich das jetzt am geschicktesten mache. Ich glaube, ich schmeiße einfach mal. In der Hoffnung, dass es wirklich so weit ausreicht, dass ich nicht dabei drauf gehe. Okay. Das ist doch nicht so leicht. Aber so in etwa müssen wir da rüberkommen. Jetzt haben wir wenigstens mehr Herzen. Das ist etwas angenehmer. Zwar dürfen wir wieder ohne Upgrade starten, aber wir müssen immerhin diesen Kampf nicht nochmal machen. So, aber erstmal würde ich sagen, holen wir uns Upgrades. Hier am Anfang kriegen wir ja... Ach so, okay. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Trotzdem, die Upgrades kriegen wir ja kurz sagen problemlos. So, jetzt will ich aber hier nach vorne hin. Also. Ah, was für eine schwere Geburt. Also gut, Feuer frei. Holen wir uns, was uns zusteht. Oh, wir müssen so unbedingt mal wieder schneller werden. So, nochmal raus und wieder rein. So kriegt man Upgrades ohne Probleme. Das ist wirklich das Angenehmste an diesem Kriegsschiff. Na gut, Feuerkraft haben wir jetzt auf jeden Fall maximal aufgefüllt. Aber trotzdem, ich bräuchte noch Rollschuhe und natürlich Bomben-Upgrades. Ich glaube, hier kriege ich noch... Na, nicht das, was ich haben will. Ich brauche Rollschuhe. Ja, Bombe geht auch. Da haben wir einen. Wunderbar, ich bin etwas schneller geworden. So, gut, fahren wir aufwärts. Ich denke mal, so können wir es belassen. Dann versuchen wir unser Glück darüber zu kommen. Ich denke mal, Feuer-Upgrades hätte ich nicht so viele nehmen dürfen. Viel wichtiger sind Rollschuhe oder Bomben-Upgrades. So, hier war Feuer... Ja gut, das, ich glaube, das ist das sogar gut, dass wir unsere Feuerkraft hier erniedrigen. Das ist schon sehr praktisch eigentlich. Für diese Passage. Hier kriegt man sogar einen Bombentritt. Dabei wäre ein Handschuh wesentlich nützlicher, weil mit einem Tritt kann man hier nicht allzu viel bewerkstelligen. So, machen wir es auf Null. Dann kommen wir wenigstens wirklich heile rüber. Moment, ich würde sagen... Wir müssen erstmal hier Feuerkraft einsetzen. So, da müssen wir uns beeilen, glaube ich. Ich habe wirklich so das Gefühl, dass vorhin irgendwie... Auch das... Auch die Lava ein bisschen gesunken ist. Kann auch sein, dass ich mich ein bisschen irre, aber... Kann trotzdem sein. Oh, Pommy. Ein bisschen fies. So, sehr schön. Wir sind drüben. So einfach geht das. Gut, hier haben wir auf jeden Fall einen Weg. Auf der anderen Seite glaube ich auch. Wir müssen auf jeden Fall diese Tür da öffnen. In der Mitte. Und ja, erstmal müssen wir das hier überstehen. Und das wird jetzt mehr als schwierig mit null Feuerkraft. Na gut, wobei... Wenn wir die mächtigste Waffe aller Waffen haben... Dann sollen wir die in dem Fall auch mal einsetzen. Na gut, schade um das schöne Geld. So. Okay, soweit haben wir das einmal angehalten.
und wir kriegen einen Alarm. Kriegsschiff Noah Hauptcomputer, Systemerror entdeckt. Hauptreaktor Ausgang wurde terminiert. Warnung, Systemfehler. Heißer Neustart von Reaktor wird nach Countdown initialisiert. Ich wiederhole, heißer Neustart des Reaktors wird initialisiert nach dem Countdown. Wir haben es geschafft. Nun, was wir jetzt tun müssen, ist die andere Seite, zur anderen Seite zu gehen und die Maschine in Gang zu bringen. Wenn wir das tun, werden wir es sicher brechen. Okay, wir haben eine bestimmte Zeit dafür, um das jetzt hinzukriegen. Und es ist ziemlich dunkel geworden. Glaube ich, dass wir das jetzt so hingekriegt haben. Okay, ich würde sagen, ich werfe nochmal eine Feuerbombe rein. Theoretisch ist das zeitmäßig auf jeden Fall machbar. So, legen wir einfach meine Bombe. Machen unseren Weg nach links. Und Tommy war jetzt auch sehr genial. Ah, scheiße. Das ist wirklich sehr fies. Natürlich darf ich jetzt den ganzen Spaß nochmal machen. Warum eigentlich nicht? Okay, aber erstmal. Natürlich, jetzt ist es. Okay. Ich würde sagen, folgendes. Wobei, hier kriege ich keine Rollschuhe. Die könnte ich auf jeden Fall trotzdem gebrauchen. Rollschuhe, zumindest eins hole ich mir. Und dann versuchen wir das nochmal. Dann kriegen wir diesen Reaktor auf jeden Fall zerstört. So. War jetzt wirklich ein bisschen dumm, dass ich da sozusagen so blöd. Ja, reingesprungen bin. Ich bin ein bisschen zu weit gegangen. So ein bisschen zu übermütig. Das fand ich echt jetzt ein bisschen scheiße. Kotzt mich jetzt auch ein bisschen an, weil ich jetzt nochmal alles holen darf. Das ist ein bisschen scheiße. Ah, hier gibt es auch nur Feuerkraft, keine Räusche. Okay. Dann lassen wir es so und versuchen es jetzt nochmal. Ich meine, die Feuerkraft muss ich jetzt sowieso wieder senken. Aber sonst wirkt es wirklich sehr schmerzhaft. Soweit müssen wir es ja nicht kommen lassen. So, hier kriegen wir Bombe und Tritt. Ich denke mal, es muss auf jeden Fall reichen, dass wir hier heile rüberkommen. Also gut, versuchen wir es. So, Pommy, ich hoffe, du bist mir jetzt kein Hindernis. Und ich sehe gerade, ich habe was vergessen. So werden wir es auf jeden Fall nicht schaffen. Gut. Erstmal wieder den Lava-Pegel steigen lassen. So. Okay, her mit der Eisplattform. Lasst uns eine Brücke bauen. Sehr schön, das klappt wunderbar. Ich finde das echt schon toll, diese Brücke bauen zu können. Also die Mechaniken hier und das alles sind sehr genial gemacht. Irgendwie macht es wirklich schon Spaß, hier sowas zu machen. Auch wenn es wirklich fies ist, dass man teilweise um die Ecke denken muss, aber sowas gehört leider dazu. Aber gut, jetzt werden wir es endlich hinter uns bringen. So. Okay, jetzt muss ich nur mich von dieser schwarzen Lochbombe fernhalten. Scheiße. So war das eigentlich jetzt nicht gedacht. Gut, das war mir tausendmal lieber, als wirklich zu sterben. So. Ja, so ist brav. Gut, euch bin ich los. So, Feuerbombe. Und dann machen wir das jetzt noch einmal. Wir müssen es nur schaffen, einmal rüberzukommen. Eigentlich ist das echt nicht schwer. Man darf nur nicht so unvorsichtig sein wie ich eben. Okay. Wenn wir dieses Teil mal zerstören, wie wir es vorhin auch vorhatten. Bombe, Flieg und Sieg. So, Lava-Pegel wieder gestiegen. Jetzt nur noch heile rüberkommen. Einfach nur auf die linke Seite. Ihr seht es eigentlich echt nicht schwer, man darf nur nicht zu weit gehen. Pommy, du kannst ruhig da bleiben. Du bist sowieso nur ein Hindernis, was das betrifft. Weil wenn du mir im Weg bist, dann kann ich nämlich nicht vernünftig mit dir Bomben greifen. Das ist ein bisschen fies. So. Weil Pommy ja quasi auch als Objekt greifbar ist, haben die das ja so gemacht. Aber zeitlich ist es sehr machbar. Der Lava-Pegel darf jetzt nur nicht mehr sinken. Da haben wir es auf jeden Fall leicht geschafft, rüber zu kommen. Sehr schön, und wir haben es noch gerade so hingekriegt. Und ihr seht wirklich, dass dieser Lava-Pegel gerade noch sinkt. Und jetzt werden wir das Ding auch förmlich mal zerstört. Halt, Moment. Schwarzes Loch. Feuer! Okay, Plan B? Ah, verdammt. Fast. Na komm schon, gib auf. Du hast eh keine Chance.
Ja, schön, wir haben es geschafft. Und jetzt wird Zeit für eine Zerstörung. Kriegsschiff Noah Hauptcomputer. Systemfehler entdeckt. Das Powerteil operiert nicht normal nicht innerhalb der normalen Parameter. Selbstreparatursysteme sind unmöglich für eine korrekte Malfunktion. Die Energie in allen Bereichen außer dem zentralen Kommandoraum wurden alle abgeschnitten. Ich wiederhole, die Kraftzufuhr in allen Räumen wurde abgeschnitten. Wir haben es geschafft! Das sollte endlich das schwarze Loch beseitigen! Jetzt müssen wir uns nur noch um die BHB-Armee kümmern! Na gut, Pommy, das werden wir auch noch hinkriegen! Sehr schön! Der Weg ist frei, Leute! Wir haben es geschafft! Das Einzige, was wir jetzt nur noch tun müssen, ist da hinkommen! Aber das ist auch ein leichtes. Jetzt müssen wir nämlich hier alles erstmal zum Kochen bringen. Nein, so nicht. Wir sagen, das machen wir auf jeden Fall noch schnell. Lava schön ansteigen lassen. Erstmal gucken, wie hoch wir es jetzt überhaupt kommen lassen müssen. Okay, das reicht noch nicht. Wir müssen noch einmal. Ich glaube, noch einmal. Okay, das müsste jetzt auf jeden Fall reichen. Wollen wir mal schauen, ob wir da ankommen. Ja. Die Plattform ist auf jeden Fall auf richtiger Höhe. So, schnell. Sonst geht's tief bergab. Sonst müssen wir uns leider umbringen. Naja, müssen wir nicht unbedingt, aber dann wird's wirklich schwierig. So, wir haben es geschafft, Leute. Wollen wir mal gucken, ob wir hier auch noch was Nettes finden. Überall ist der Strom ausgefallen. Das ist jetzt ein bisschen fies. Naja, was heißt fies? Es ist ein bisschen dunkel geworden. Das ist alles eigentlich. Und hier gibt's maximale Feuerkraft. So, jetzt sind wir wenigstens wieder bestens gewappnet. Also gut. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich in diesem Video hier, jetzt wo wir diesen Reaktor zerstört haben. Und beim nächsten Mal sehen wir, was in diesem zentralen Gebiet noch zu finden ist. Gut, also Leute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.